willkommen zu unserem Kinotipp nach. Keine Lust mehr auf Filme im Fernsehen, finde ich gut. Filme gehören ins Kino. Und welche neuen Filme es da gibt, die will ich Ihnen gleich mal vorstellen. Vorher aber stelle ich Ihnen unser Filmzitat der Woche vor. Finde ich ulkig. Endlich wieder mal ein Job mit vernünftigen Kriminellen. Tja, aus welchem Film mag das stammen? Wenn Sie es nicht wissen, ich weiß es und ich gebe Ihnen gleich einen kleinen Tipp. Aber jetzt gucken wir erstmal, was es Neues im Kino gibt. High Society, verwechselte Babys aus verschiedenen Bevölkerungsschichten. Logan Lucky, Regisseur Steven Soderberghs Rückkehr ins Kino. Mother, neuer Thriller von Regisseur Darren Aronofsky. Wenn man über deutsche Jungstars spricht, da kommen immer zwei Namen, nämlich Jannis Niewöhler und Emilia Schüle. Und ich will jetzt hier keinen Tratsch verbreiten, aber die beiden, die waren mal ein Paar, sind inzwischen getrennt. Aber wenn sie gemeinsam Filme drehen, dann spielen sie, ganz genau, Liebespaare. Auch in ihrem neuen Film, in der neuen Komödie High Society. Emilia Schüle spielt Annabelle, die Tochter einer schwerreichen Familie. Allerdings wurde sie als Baby vertauscht und ihre richtige Mutter lebt in einer Plateau. Bau-WG. Und auf dem Weg dahin lernt sie den attraktiven Polizisten Jan kennen, gespielt von Jannis Niewöhler. Entschuldigung, Sie haben sich verirrt, oder? Nee, alles klar, Kommissar. Ich besuche hier nur meine Mutter. Sie sind aus der Klinik nebenan abgehauen, stimmt's? Ich habe doch gerade gesagt, meine Mutter wohnt hier. Und da geht man mal kurz im Bademantel mit Reisetasche und kleiner Abendspitze. Es ist ja wohl alles andere als ein Bademantel. Das ist ein Designermantel, ein Pyjama-Look. Und der ist sehr schön. Wo wohnt denn Ihre Mutter? Und den Namen hätte ich gern. Ja, also die Klingel ist da drüben, glaube ich. Ich war noch nicht da. Sie war noch nie bei Ihrer Mutter? Ja, also, meine Mutter heißt Carmen Schlons und ich bin leider als Baby vertauscht worden. Deswegen bin ich auch zum ersten Mal hier. Ich habe einen Gentest gemacht und bis dahin war ich adelig und die Erbin eines Millionenvermögens. Aber das erbt jetzt wohl Aura Schlons oder Annabelle 2 oder wer auch immer. Ist mir scheißegal. So, sehen Sie, ich bin nicht verrückt, ja? Aura Schlons? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Ja, die wohnt erst bei meiner Ex-Mutter. So. Schlons, so, hier haben wir es doch. Wer ist jetzt hier der Psycho, ha? Hallo? Ja, Rosa, hier ist Jan Kowalski. Mach's mal auf, bitte. Mama, räum das Cannabis weg, die Polizei kommt. Regisseurin Annika Decker und Autorin Annika Decker, die kennt sich mit romantischen Komödien aus. Von ihr stammt Traumfrauen oder SMS für dich und alles, was keine oder zu viele Ohren hat. Kein Ohrhasen, zwei Ohrküken. Ja, hier ist ihr eine wirklich schöne romantische Komödie gelungen. Ihre Stars hat sie gut im Griff, die liefern eine ordentliche Performance ab. Aber wer klasse ist, das sind zwei ungleiche Mütter. Iris Berben und Katja Riemann, die sind einfach toll in ihrer Rolle. Was kostet ein Päckchen Butter? 4,99. Trüffelbutter kann auch mal ein Zehner mehr kosten. Was ist brutto und was ist netto? Also das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Währungen. Wie heißen die Kardashians? Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie. Jetzt komme ich nochmal zurück auf unser Filmzitat der Woche und auf die Tipps. Ich hatte es Ihnen versprochen. Der Film stammt von Regisseur Steven Soderbergh und er hat eine ganze Reihe von Topstars verpflichtet. Da hätten wir zum Beispiel Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts. Ja, dann rauben die da ein Casino aus und dann gibt es auch noch zwei Fortsetzungen. Mehr verrate ich jetzt wirklich nicht. Aber ich komme auf den Regisseur zurück, nämlich auf Steven Soderbergh. Von dem stammt dieser Film hier, Logan Lucky. Ja, und auch da geht's um Kriminelle. Steven Soderbergh hatte vor einer ganzen Weile die Schnauze voll vom Filmedrehen für die große Leinwand und von den Verleihern, die den Daumen auf seiner Kreativität hatten. Er hat sich gesagt, ich gehe zum Fernsehen. Da hat er eine Fernsehserie gedreht, aber das ist dann auch schiefgegangen. Jetzt ist er wieder zurück, zum Glück, und bringt uns diesen Film hier mit. Und mit Channing Tatum, Adam Driver und Daniel Craig hat er auch gleich wieder eine Top-Besetzung zu bieten. Ein gefeuerter Bauarbeiter, sein einarmiger Bruder, deren Schwester ein Gefängnisinsasse und dessen Brüder planen den Raub auf eine NASCAR-Rennstrecke. Also der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang. Joe Bang, der Typ ist eine Legende. Du weißt aber, wo der ist. Klar weiß ich, wo der ist. Aber ohne ihn schaffen wir es nicht. Das ist ja mal eine Überraschung. Kannst du laut sagen, Joe Bang. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht's so? Tja, ich sitze auf dieser Seite vom Tisch und hab einen Strampelanzug an. Wie soll's mir da schon groß gehen?
Aber du siehst gut aus. Sogar richtig gut. Fit. Es gibt Filme, die gehören einfach den Stars und es gibt Filme, die gehören seinem Regisseur. Und auch wenn dieser Film ja ganz viele Stars hat, es ist der Film von Steven Soderbergh und der macht ja einfach, was er will. Das ist wirklich eine verrückte Mischung aus Mainstream, Arthouse, Krimi, Action, Komödie. Also das ist nicht immer leichte Kost, aber es ist gutes Kino. Ich mach mich hier gerade nackig. Also nicht gucken. Ich habe gesagt, nicht gucken. Ich finde ja, es gibt Filme, die haben in der Filmgeschichte wirklich Fußspuren hinterlassen. Requiem for a Dream ist so einer. Oder Black Swan, den habe ich 3-4 Mal im Kino gesehen. Und jedes Mal habe ich mich gefürchtet. Ja, und all diese Filme, die haben eins gemeinsam, nämlich den Regisseur Darren Aronofsky. Der hat es wirklich drauf. Und jetzt hat er wieder einen neuen Film gemacht. Und zwar Mother, schreibt sich klein mit einem Ausrufezeichen. In den Hauptrollen sehen wir Javier Bardem und Jennifer Lawrence. Deren Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt, als sie in ihrem viktorianischen Landhaus überraschenden Besuch, unter anderem von Ed Harris und Michelle Pfeiffer, bekommen. Was haben Sie getan? Es tut mir leid. Uns beiden tut es leid. Ich habe ihr die ganze Geschichte erzählt. Es ist mir aus der Hand gerutscht. Wir können das Ganze nicht mehr irgendwie ersetzen. Wir bezahlen natürlich erneut. Ruhe! Schon mit seinen vorherigen Filmen hat der Regisseur bewiesen, mit Psychodramen, da kennt er sich aus. Und hier hat er wieder ein richtig tolles Werk abgeliefert, das einen wirklich in seinen Bann zieht. Da gibt es nur ein Wort für sehenswert. Bitte, nur herein. Hallo? Hallo. Er ist ein Fremder. Wollen wir ihn einfach so bei uns schlafen lassen? Ja? Hallo. Wusstest du, dass er eine Frau hat? So, jetzt kommt ein Satz mit ganz vielen SCH, denn unser nächster Film ist eine Koproduktion, eine deutsch-norwegisch-schwedische Koproduktion, Das Löwenmädchen. Und das Ganze basiert auf einem Buch und die Geschichte, die führt uns zurück ins Jahr 1912. Im Winter kommt in einer kleinen Provinzstadt ein Mädchen zur Welt, das am ganzen Körper feine blonde Härchen hat. Ihre Mutter stirbt bei der Geburt und ihr Vater will zunächst nichts mit dem Löwenmädchen zu tun haben. Doch die kleine Eva wächst heran. Abgeschottet und versteckt erfindet sie ihre eigene Welt, bis sie eines Tages den Mut findet, der Enge ihres Lebens zu entfliehen. Hierher verschwindest du also? Soll ich wieder gehen? Nein. Nein, nein. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Willst du? Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke schon mein ganzes Leben Kaffee. Vater sagt, das ist ungesund für Kinder. Du bist kein Kind mehr. Am besten schmeckt der mit ganz viel Candies. Gut? Lecker. Gehst du hier schwimmen? Ist viel zu kalt. Respekt, die Macher haben wirklich sehr viel Aufwand betrieben mit dieser tollen Maske. Aber noch viel besser ist die Wahl der Hauptdarstellerin. So was super Tolles habe ich schon lange nicht mehr im Kino gesehen. Aber hin und wieder rutscht der Film doch schon in altbekannte Klischees ab. Aber dennoch, es ist ein sehr einfühlsames Porträt einer einsamen Frau, die ihren Weg sucht. Was hat mich in diesen prachtvollen Saal voller außergewöhnlicher Denker geführt?
Jetzt gibt es hier wieder was zu gewinnen, nämlich Karten für das Fantasy Film Festival in Köln. Das startet zum 31. Mal. Ja, und wenn Sie noch Karten haben wollen, dann können Sie das beim Residenzkino, aber Sie können auch bei uns was gewinnen. Also, Fantasy Filmfest findet vom 21. September bis zum 1. Oktober statt. Und wir verlosen 2x2 Karten für den Film Schneeflöckchen. Und der startet am 23. September um 14 Uhr. Darin kämpfen sich zwei Kleinganoven durch das Berlin der Zukunft. In einer geklauten Karre finden sie ein Drehbuch. Darin stehen exakt die Worte, die sie gerade in diesem Moment sprechen. Und ihr Tod. Also machen sie sich auf die Suche nach dem Autor des Buches. Was wollt ihr? Wo ist er? Wir haben den Dreh. Stille. Buch. Halt die Fresse! Ich schreibe in meiner Freizeit Drehbücher als Hobby für Filme. Seht ein bisschen Karies. Ja. Klarer Fall. Nein, halt, ich schwöre bei Gott, ich habe euch noch nie in meinem Leben gesehen. Nur in meiner Vorstellung, das ist die Wahrheit. Klingt ziemlich abgedreht und wenn Sie dafür Karten gewinnen wollen, dann können Sie es. Sie müssen nur mitmachen bei unserem Quiz und Sie müssen richtig raten. Welches Jubiläum hat das Fantasy Film Festival im letzten Jahr gehabt? Das 20. oder das 30. Wenn Sie irgendwo zugehört haben, dann wissen Sie es. Einfach E-Mail an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse und dann wünsche ich viel Glück. Platz 5. Einen Platz runter geht es für Happy Family. Die Bestseller-Verfilmung als Animationsfilm lockte seit Start rund 260.000 Fans ins Kino. Platz 4. Gleich zwei Positionen verliert Annabelle 2. Seit Start brachte die Vorgeschichte über 420 Zuschauer zum Gruseln. Platz 3. Neu in den deutschen Kinocharts ist The Circle. Die Buchverfilmung mit Tom Hanks und Emma Watson wollten rund 125.000 Besucher sehen. Wir waren oft unterwegs und jetzt wird alles gefiltert. Macht dich das überhaupt nicht stutzig? Platz 2. Steiger der Woche ist Barry Seal, Only in America. Für den abgedrehten Action-Thriller mit Tom Cruise wurden rund 140.000 Tickets gelöst. Roscoe hat das im Garten ausgebuddelt und jetzt fliegt überall Geld rum. Ich werde es morgen einsammeln. Platz 1. Zum vierten Mal in Folge landet Bully Parade der Film an der Spitze. Die Kino-Neuauflage der Sketch-Comedy wurde seit Start von über 1,5 Millionen Besuchern gesehen. Oh mein Gott, was ist das? Gustav. Gustav. Jojo. Na, sind Sie ein guter Filmzitate-Rater? Das wird sich jetzt rausstellen, denn jetzt lösen wir es auf. Und es stammte natürlich aus Ocean's 11. War doch ein guter Tipp eben, oder? So, nächste Woche, da geht's ja weiter. Der erste Kingsman-Film war ein Erfolg. Der zweite lässt sich nicht lange bitten. Nächste Woche stellen wir ihn vor. Und wir stellen Ihnen The Lego Ninjago Movie vor. Oder heißt es The Lego Ninjago Movie? Bis nächste Woche kriege ich das raus. Also, bis nächste Woche hier zum Kinotipp. Tschüss.